Nach viermonatiger Bauzeit ist es nun vollbracht. Das dringend sanierungsbedürftige Tennenspielfeld der Eskiber Zoden weicht einem modernen Kunstrasenplatz inklusive Erneuerung der Flutlichtanlage. 5.800 Quadratmeter Sportfläche bietet der SG Bad Soden und dem Jugendförderverein Bad Soden-Saalmünster optimale Trainingsbedingungen. Ich denke, dass das nicht nur für die SG Bad Soden, sondern für die Gesamtstadt Bad Soden-Saalmünster eine ganz tolle Geschichte ist und auch einmalig im Altkreis Schlüchtern. Es wurde einfach langsam Zeit, dass wir einen Allwetterplatz bekommen, um die Trainingsbedingungen optimal für unsere Anforderungen auch so zu gestalten, dass wir damit den Spielern und den Trainern auch gerecht werden. Und das ist sowohl für die Junioren als auch für die Senioren eine ganz tolle Ausgangssache. 400.000 Euro hat die Anlage verschlungen, wobei mehrere Zuschussgeber wie die Stadt Bad Soden-Saalmünster die Hälfte stemmten und die anderen 200.000 Euro durch Eigenmittel und Spendengelder zusammenkamen. Dazu erbrachten Vereinsmitglieder der SG Bad Soden 2.000 Stunden ehrenamtliche Eigenleistungen. Einer dieser Helfer ist Torjäger Tim Mulfinger. Es ging alles so ein bisschen Hand in Hand. Alle drei Mannschaften haben sich da auch regelmäßig abgewechselt und ja, mit vielen Freiwilligen aus dem Verein das hier in die Hand genommen, gemeinsam gepflastert, Sachen ausgehoben und ja, im Endeffekt den Platz angelegt. Ja, es hat Spaß gemacht und ja, war auch immer mal ganz schön für die Mannschaft, wenn man sich da nochmal getroffen hat und hat nochmal was nebenbei gemacht. Gab es auch immer mal ein paar ganz lustige Szenen. Ja, aber wir waren dann trotzdem auch froh, alles dann geschafft. Ja. Wenn ich gerade jetzt auch an die ersten Trainingseinheiten denke, im Kunstrasenplatz, es geht schon alles viel genauer. Und, ja. Also auch bis jetzt die Vorbereitung, ich denke, wir sind auf einem guten Stand, sind auf einem guten Weg und Kunstrasenplatz hilft uns natürlich sehr. Die Rückrunde startet für den Zweiten der Verbandsliga am 28. Februar gegen die Reserve des TSV Lehnertz. Ob den Sprudelkickern der Aufstieg in die Hessenliga gelingt oder ob der Traum wie ein Luftballon zerplatzt, wird sich zeigen. Es wird sicher spannend. Du willst nichts von Torgranate TV verpassen? Dann abonniere unseren Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und klicke für noch mehr osthessischen Fußball auf die Videoboxen.